Als ihr mich das letzte Mal gesehen habt, hatte ich gerade damit begonnen, das Gebiet um die Nitterfestung mit Steinstufen zu bedecken. Das war Anfang Februar. In jenem Stream und den vier, die darauf folgten, wurde so gut wie nichts anderes gemacht. Jedes Mal habe ich drei Schulkerboxen voller Stein, also drei Doppelkisten voller Steinstufen, im Nether verteilt. Dieses Zeitraffer-Segment hier kürzt die ersten 100 Minuten auf 2 herunter. Zwischen den Streams verbrachte ich jeweils etwa eine Stunde mit AFK-Farmen am Steingenerator. Ich hätte zu gern auch den Rest im Zeitraffer durchlaufen lassen, aber das wäre wohl entweder unnötig lang geworden oder wäre nicht schön anzusehen gewesen. Zwischendurch wurde noch ein neuer Eingang in den Raum unter der Blaze Farm geschaffen, sodass wir hier später eine Verbindung zu den Schnellstraßen ziehen können. Und der Anfang des 5. Slabstreams wurde genutzt, um einen kürzeren Weg zur Netherfestung zu graben, den wir direkt auch mit Seelenerde ausgelegt haben. Wir befinden uns nun im März 2021 und wir beginnen endlich mit dem Bau der eigentlichen Farm. Mit einer Kombination aus Botenkolben, ja, habe ich auch beim Dorf irgendwo rumliegen. Hello. Mein goldenes Schwert zählt auch, ne? So, ich schieb dich mal ein bisschen. Nein. Warte. Ah ja, rein da. Super. Okay, ich kann sogar einfach direkt so machen. So, folgt er noch meinem Blick. Okay, du magst mich wieder. Okay, ich lasse ihn jetzt einfach erstmal hier. Da ich ihn ja benannt habe, kann er nicht despawnen. Und zählt auch nicht mehr zum Monster Limit. Ich habe extra die Spawn-Mechaniken mir nochmal angeguckt. Ich glaube, ich weiß jetzt auch, warum die Plattform größer ist. Also, die Plattform hat einen Teil aus Netherrack mit den Wipperrosen drauf und einen Teil drumrum aus Nether Bricks, wo aber halt Teppich drauf ist. Das heißt, darauf dürft ihr eigentlich nicht spawnen. Aber ich glaube, es liegt daran, dass Monster ja auch in Gruppen spawnen können und damit diese Gruppenspawns halt mitgenommen werden können. Ich glaube, bei den Gruppen sind dann die, wenn der Spawn an sich funktioniert, ist er bei den angrenzenden Feldern, glaube ich, ein bisschen entspannter. Und lässt es dann zum Beispiel auch auf so halben Blöcken zu. Ich kenne auch Fälle, warum man erst den Nether verlassen oder sterben muss. Auch letzteres für dich unpraktisch ist, muss ich, glaube ich, nicht erwähnen. Ja. Generell alles, was mit Sterben zu tun hat, ist... So, es gibt das Ding, ich ja so einige Probleme im Spiel, die man sehr gut damit löst, dass man stirbt. Und sobald man im Hardcore-Modus spielt, muss man halt andere Strategien finden, was ich auch wiederum irgendwo gut finde. So, wir müssen jetzt zwei hier runtergraben und da eine Netherrack-Plattform bauen. Und da muss ich gucken, wie ich das später hier anschließe. Deshalb war ja das hier so wichtig, damit wir das einbeziehen können. So, pass auf.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich verliere gerade total die Konzentration. Ich brauche hier Netherbrick. So, pass auf, hier müsste... Okay, wir machen einfach, müssen hier ein bisschen weniger machen. Einmal Lava weg. Genau. Natürlich seid ihr jetzt genau da gespawnt, aber gut, ich glaube, wenn, wie gesagt, wenn ein Spawn hier an dem Rand funktioniert, dann können die übrigen auch hier spawnen, weil ja bis zu 4 Mobs von einem Typ gleichzeitig gespawnt werden. So, ich glaube, Teppich ist nicht brennbar, oder wie war das? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir es benutzen würden, wenn es brennbar wäre. Ansonsten wären Slabs, glaube ich, besser. So, ich schaue gleich nach, was der nächste Schritt ist. Das heißt, ich bringe gleich den Picklin schon mal rüber. Und dann bereiten wir die Zelle für ihn vor. Pass auf, so. Und jetzt habe ich natürlich die hier nicht ausgemistet. Ach, ich habe hier sogar noch Dings dabei. Noch Farbe. Also, Rosen. Dann reicht's ja doch. Okay, der Block kommt dann weg. Dann holen wir uns unseren Picklin. Sehr schön. Ach, nein. Oh ja. Ha. Ha. Ich glaube, ich frage mich, wie lange es wohl dauert, bis ihm klar werden wird, dass er dieses eine Feld da nie wieder verlassen wird. Selbst wenn ich sterbe, wird die Welt weitergehen. Und er kann nicht despawnen, weil ich ihn einem Namensschild gegeben habe. So, wir müssen 28 Blöcke runter. 28. Uff. Dann gehen wir auf 24 runter. Geht das überhaupt auf? Ach ja, stimmt, muss es ja. Es ist ja genau mit dem hier
Warte, die Mitte hiervon. Wir nehmen das Ding mal mit. Die Mitte hiervon. Okay. Oh, ich hasse sowas. Ich hasse es, so bauen zu müssen. Ich kann ja nicht mal mit Wasser arbeiten, weil Nether und so. Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Ich meine, ganz ehrlich, ich glaube, ich muss mit einem Lava-Eimer arbeiten. Selbst wenn ich jetzt in die Lava auch komplett runterfalle, passiert mir nichts. Das ist schon mal angenehm. Fuck. Scheiße, das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Die Lava geht ja schon bis, geht ja bis 31. Ich kann gar nicht so weit runtergehen. Aber wenn ich zu nah an dem Ding bin. Das Ding ist, ich habe kein Problem damit, die selber zu töten. Deswegen arbeite ich auch nicht mit Wölfen. Aber wenn ich die selber, auch wenn ich die selber töte, wenn ich zu nah dran bin, spawnen die auch nicht nach. Bitte sag nicht, dass ich das, den Bereich hier komplett von Lava säubern muss, weil das wäre dezent uncool. So, ich habe noch 2 Minuten Feuerresistenz übrig. Komm, die Flaschen bewahre ich mal auf. Dann komme ich zwar im Zweifelsfall auch so, aber hey. Das ist gerade unter der Lava sprinten. Pass auf. Ja, dann habe ich. Ich habe doch vorhin ein paar von den Nether-Zäunen mitgenommen. Das heißt, die kann ich echt doch auch mal sinnvoll einsetzen. Das Tolle ist, dass Lava zumindest keine Quellblöcke bildet, wie es Wasser tut. Weil sonst wäre das noch nerviger, das alles loszuwerden. Das Problem, was wir jetzt haben, ist, dass wir uns hier unten was schaffen müssen. Aber wenigstens haben wir die Möglichkeit, da später. Vielleicht benutze ich dann auch, dass man irgendwie, wenn man rechts geht, kommt man vielleicht zum, da unten später zum Lager und links kommt man dann halt zum Kill-Mechanismus. Ich brauche rote Farbe. Ich habe rote Farbe, ich brauche Glas. Ja, das Problem hier dran ist wiederum. Es muss darunter ein Block sein, weil sonst ich den Hopper nicht daran ausrichten kann. Ist der blockiert. So. Jetzt müssen wir noch irgendwo 3 Wither-Skelette, also 3 Schädel von denen auftreiben. Am besten sogar 6. Ich meine, mit 3 kann ich es vielleicht auch noch möglich machen, aber wie gesagt, ich glaube, mit einem kriege ich nicht genug Wither-Rosen, weil die Hühner, die ich in der Mine angefangen habe zu züchten, auch schon, selbst mit 25 Feldern,
habe ich das Gefühl, die Entity crammen sich schon und dann hat das halt irgendwann auch keinen Zweck mehr. Ich wette mit euch, die entweder schmeißen die mich jetzt runter oder sie droppen einen Shit. Das ist einer, oder? Ah! Nummer 1. Also ich glaube, ich farme gleich noch nach dem Stream weiter, weil alles andere. Und dann farme ich vielleicht auch direkt 6 von denen dann, weil das ist nämlich das einfach das Einzige, was jetzt noch fehlt. Es ist Zeit. Ich habe 6 River-Skelett-Schädel gefarmt. Ich bin gespannt, wie viele River-Rosen wir jetzt hier rauskriegen werden. Oh ja. Aber ich habe das Gefühl, ich haue richtig rein. Also ich könnte schwören, sonst ist der River nicht widerstandsfähiger. River Nummer 1 ist down. Okay, ein paar haben überlebt. Das ist nur eins. Warte. Warte, warte, warte. Das ist. Das sind nicht mal 2 Stacks. Das ist in der Tat sehr wenig. Das ist viel weniger, als ich gedacht habe. Das heißt, der zweite. Also wir brauchen 348. Okay, hier war noch eine übrig. Also entweder waren das nicht so viele Hühner, wie ich gedacht habe. Oh, er hat Diamanten freigelegt. Oder die Explosion hat einen Teil der, beziehungsweise der Bewahr danach einen Teil von den Rosen wieder zerstört. Es wäre beides nicht so cool. Aber ich hatte ja, River meine ich, eine ziemlich großzügige Reichweite, was die Explosion angeht. Das stellt uns ein bisschen vor ein Problem. Weil wir können halt die Hühner nicht weiter farmen, also die wachsen nicht weiter, beziehungsweise die Eierfarm arbeitet nicht, wenn ich im Nether bin. So, schlagen wir ein bisschen Zeit in der Oberwelt tot. Wir können ja schon mal die Beacon bauen, die erste. Für unseren Steingenerator würde ich die gerne verwenden. Ja, doch, hier ist bisschen was bei rumgekommen. Warte, wir machen es uns ein bisschen einfacher. Ich meine, die Beacon wird da wahrscheinlich nicht stehen bleiben. Ich muss mir da echt was überlegen, aber bis fürs Erste. 5, 6, 7, 8, 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, und dann haben wir Haste, Haste 2, Boom. Jetzt können wir den hier so richtig nutzen. Das Problem ist jetzt nur, dass das Ding ist voll. Aber theoretisch haben wir jetzt da wesentlich angenehmeres Farmen.
Da ist er tot. Auf jeden Fall ergiebiger als das vorhin. 3 Stacks. Vier Stacks. Fünf Stacks, what? Das ist ja gerade ein Traum. Okay, gut, hier, ja, die Höhle ist jetzt für den Arsch, aber ganz ehrlich, ich glaube, ich werde in naher Zukunft keine Wibberrosen mehr brauchen und später kann ich die auch ich möchte die Enderman-Farm ja später noch anderswo hinsetzen. Die kann ich dann auch so setzen, dass ich da einen River sicher spawnen kann. Einfach so viel Chicken Wings, es ist... Uff. Ich glaube, es sind genug. Mich überrascht nur gerade, dass es vorher so wenig waren. So, da sieht man, wenn ich die Dinger nur auch nur so annähernd berühre, nehme ich sofort Damage. Ich bin auch sehr gespannt. So, theoretisch 117, 9. Also theoretisch müsste man hier stehen. Aber hier ist tatsächlich noch überhaupt nichts los. Das ist gerade sehr beunruhigend. Der Kern der Farm stand nun, aber trotz all unserer Arbeit waren die Spawnraten, zumindest auf normaler Renderdistanz, weiterhin erbärmlich. Es dauerte noch bis zum Karfreitag und auch dann schienen die Raten zunächst nicht besser geworden zu sein, obwohl es eigentlich kaum noch andere Spawnflächen gegeben haben dürfte. Ich entschied mich also, erstmal das Sortiersystem zu bauen, um die ganzen Steinschwerter zu entsorgen. Ich würde sagen, wir machen jetzt erst einmal das Sortiersystem, beziehungsweise ich will einfach nur das... wir ein paar Kisten haben und alle Steinschwerter rausfliegen. Weil dann ist die Farm eigentlich soweit fertig. Das Ding ist, die nicht stapelbaren Items müssen runtergehen. Ich mache mir erstmal mehr Platz da unten. Aber jetzt klappt es auch auf einmal halbwegs mit den Spawns. Ja, ich sehe es. Es ist etwas umständlich. Wir werden mehr Hopper brauchen. So. Das ist jetzt erstmal nicht schlimm. Dann führen wir es einmal rum.
Problem ist, wir müssen den Hop, den Dropper müssen wir von außen setzen, weil das hier ist das Loch, wo es rausgeht. Wir können ihn, glaube ich, nicht verkehrt rumsetzen. Ich würde ihn zu gerne umgekehrt setzen, aber es geht nicht. Das heißt, wir müssen nochmal eine Feuerresistenz-Potion nehmen. Und ich glaube, bei dem wird auch ein einfaches, einfach nur zwei Observer ausreichen. Da werden wir nicht es so bauen müssen wie der Enderman-Farm, dass wir die volle Schussfrequenz vom Dropper ausnutzen. Weil so viele Steinschwerter werden es hoffentlich ja nicht sein. So, jetzt habe ich da drunter. Nein, eins da drunter. So. Das geht in die Richtung. Jeder muss da ein Block hin. So, jetzt müssen wir einmal den Hopper hier in die Richtung führen. Also in die Richtung. Oh doch, hat funktioniert. Das war richtig. Du konntest nur, finde ich, ganz schlecht sehen. So. Jetzt machen wir es nämlich einfach in die Richtung und sparen uns den ganzen Blödsinn. So. Theoretisch stapelbare Items gehen hier durch. Genau das soll doch nicht sein. So, wenn ich jetzt hier Neverrack durchmache. Nee, das interessiert das Spiel gerade auch nicht. Immer wenn ich denke, ich hätte es verstanden, kommt das Spiel und sagt nein. Dieser Hopper dürfte ja nichts ziehen, solange das hier aktiv ist. Okay, es darf also nicht zu viel auf einmal sein. Ja gut, klar, wenn es ein ganzer Stack ist. So, das Schwert landet da. Ja gut, aber dann funktioniert es doch. Hier. Nee, alles gut. Das funktioniert. Okay, nur sobald mehrere nicht stapelbare Items hintereinander drin sind, dann ist anscheinend das nicht schnell genug. Aber theoretisch dürfte das unter normalen Umständen nicht passieren, weil es ja nur einen Hopper gibt, der hier reinführt, in einer konstanten Geschwindigkeit. Der gibt es entweder in einer konstanten Geschwindigkeit weiter, beziehungsweise gibt es in einer konstanten Geschwindigkeit darunter. Okay. Theoretisch ist das so vertretbar. Dann muss ich jetzt nur noch, ich brauche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Probieren wir es mal aus. Knochen. Hier geht nichts durch. Knochen landen hier. Soweit, so gut. Die Sachen nehmen wir wieder mit. Okay, aber jetzt nimmt er hier mehr Items auf. Hä? Wieso nimmt er auf einmal so viele Items auf? Ich meine, er gibt sie sowieso immer nur mit der gleichen Frequenz weiter. Okay, sind noch keine Schwerter durchgekommen. Da ist ein Schwert. Da sind die drei Schwerter. Hier kommt noch nichts durch. Hier sind. Es funktioniert sogar. Es war ja auch nur eine schwere Geburt. Ich meine, es ist vom Prinzip her simpel, aber ich finde es immer so schwierig in der Praxis umzusetzen, weil irgendwas ist immer. So. Hier ist alles unten gelandet. Da unten sind nur Schwerter. Ich bin. Ein bisschen begeistert gerade. Okay, hier bräuchten wir vielleicht nochmal einen Hopper. Damit wirklich auch alles aufgehoben wird. Aber ich würde sagen, das funktioniert soweit. Da muss ich jetzt nur noch zwei Observer besorgen. Damit der Dropper auch eben die Steine entsprechend entsorgt. Also die Steinschwerter. So, jetzt müssten wir eigentlich hier nur noch irgendwie was zwischenschalten. So, hier ist definitiv erstmal genug Platz. So, das soweit so gut. Wir testen es nochmal. Aber die Farm funktioniert doch. Also, wir haben jetzt wieder so viel bekommen. Wir können da einfach jetzt. Wie viel Platz haben wir? Wir können hier drin 6 Doppelchests hinmachen, wo nur stapelbare Items reingehen. Also ist nicht das super Sortiersystem, aber ganz ehrlich, es reicht. Es reicht völlig. Genau, ein Schwert ist da reingegangen. Also es funktioniert. Es funktioniert doch ziemlich gut dafür, dass es vorher nicht wollte. Ich weiß nicht, ob ich falsch stand. Oder ob irgendwas anderes war. Aber die Farm ist soweit funktionsfähig. Und wir haben jetzt wirklich auch im Inventar. Also das ist jetzt auch gar kein Problem mehr. Ich würde sagen, damit belassen wir es. Auch jetzt wird erstmal, wie gesagt, eine Pause sein wegen Ostern und dem Wochenende nach Ostern. Und danach muss ich mir mal überlegen, wie es weitergeht. Weil das war jetzt unser Großprojekt erstmal. Wir werden vielleicht zwischendurch nochmal ein paar Slabs verteilen müssen, aber das ist noch nicht, also ich glaube, die Netherslabs-Saga endet damit jetzt endlich. Und ich danke euch fürs dabei sein und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wann auch immer und für was auch immer das ist. Es dauerte gute 2 Monate und erforderte etwa 80.000 Slabs, aber dafür haben wir jetzt effektiv unbegrenzte Beacons. Wir können den River beschwören, wann immer wir wollen, sei es für Rosen, Nethersterne oder jeden anderen Zweck. Das Einzige, was uns noch zurückhält, ist der Mangel an Eisen, denn unsere Eisenfarm hat leider nicht arbeiten können, während wir im Nether waren. Aber das wird sich ganz von allein lösen.
dann können wir alle Beacon-Effekte haben, wo auch immer wir wollen.